Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zählen wir die Szenen auf, die es nicht in die endgültige Fassung geschafft haben, die den Film aber drastisch verändert hätten, wenn sie es getan hätten. Achtung, es wird Spoiler geben. Be prepared for anything. Nummer 20. Captain America passt sich den modernen Zeiten an. Am Ende seines ersten Solo-Abenteuers wacht Steve Rogers im 21. Jahrhundert auf und stellt fest, dass die Welt nicht mehr die ist, die er kannte. Table's yours as long as you like. Nobody's waiting on it. Plus we've got free wireless. Du kannst dir vorstellen, dass das Überspringen von 70 Jahren Geschichte, Popkultur und technologischer Entwicklung ziemlich verwirrend ist. Diese gelöschte Szene zeigt, wie Cap mit den emotionalen Folgen umgeht und dass er nicht so angepasst ist, wie er nach außen hin scheint. Das ist ein Stück Charakterentwicklung, das sich darauf auswirkt, wie wir Cap im Rest des Films sehen. Außerdem gibt es einen weiteren Stan Lee-Auftritt. Nummer 19. Schuss in den Rücken. That's far enough, Tannen. I don't want any trouble. You stay out of my way and there won't be none. Wir wussten, dass Buford Mad Dog Tannen korrupt war, aber einen unbewaffneten Mann vor den Augen seines kleinen Sohnes in den Rücken zu schießen, ist besonders schlimm. Diese gelöschte Szene zeigt uns nicht nur, wie böse Tannen ist, sondern erklärt auch viel über das Erbe von Strickland. In der heutigen Zeit ist Schuldirektor Strickland besessen von Disziplin. Wenn dein Großvater mit ansehen musste, wie sein Vater von einem Verbrecher erschossen wurde, würde das vermutlich auch die Denkweise deiner Familie nachhaltig beeinflussen. Kein Wunder, dass Schulleiter Strickland einem Faulpelz nie den Rücken zuwendet. Nummer 18. Sarumans Untergang. Come down, Saruman, and your life will be spared. Save your pity and your mercy. I have no use for it. Wenn man bedenkt, wie wichtig Saruman für die Geschichte der Trilogie ist, ist es ein bisschen seltsam, dass er im dritten Film nicht einmal in der Kinofassung auftaucht. Das letzte Mal sahen wir ihn in Die zwei Türme, als die Ents Isengard angreifen und seine Festung zerstören. Wenn du diese gelöschte Szene noch nie gesehen hast, könntest du annehmen, dass dies das Ende von Saruman ist. Die erweiterte Fassung von Die Rückkehr des Königs zeigt uns jedoch sein tatsächliches Ende. Obwohl Gandalf versucht, ihn lebendig zu fangen, wird Saruman schließlich von seinem schleimigen Lakaien in den Rücken gestochen. The filth of Saruman is washing away. Nummer 17. Lecter gehen lassen. Es ist offensichtlich, dass Hannibal Lecter etwas für Clarice Starling übrig hat, aber wir hatten nie den Eindruck, dass sie seine Gefühle erwidert. Tell me, Clarice, would you ever say to me, stop? If you loved me, you'd stop. Not in a thousand years. Das heißt, bis wir das alternative Ende von Hannibal gesehen haben. Im Originalende versucht Clarice, den kultivierten Kannibalen in eine Falle zu locken, indem sie sein Handgelenk an Iris fesselt und ihn zwingt, seine eigene Hand abzuschneiden, um zu entkommen. In dieser gelöschten Version passiert nichts davon. Stattdessen gibt sie einfach auf und lässt ihn entkommen, wohlwissend, dass er wahrscheinlich wieder töten wird. Die Szene lässt Starling und ihre Beziehung zu Lecter in einem ganz anderen Licht erscheinen und wir fragen uns, ob sie sich nicht doch in ihn verliebt hat. Nummer 16. Der Manager wusste es die ganze Zeit. In diesem Kubrick-Klassiker verliert Jack Torrance langsam den Verstand, während er als Hausmeister in einem Hotel arbeitet. Here's Johnny! Das Finale gipfelt darin, dass Jack versucht, seine Frau und seinen Sohn zu ermorden, die entkommen und Jack erfrieren lassen. Das ist das Letzte, was wir von ihnen sehen. Aber das ursprüngliche Drehbuch sah noch eine Szene vor. In dem verlorenen Filmmaterial besucht der Hotelmanager Wendy und Danny im Krankenhaus und sagt ihnen, dass in dem leeren Hotel nichts Ungewöhnliches gefunden wurde. Dann wirft er Danny einen Tennisball zu, der genauso aussieht wie der, mit dem die Geister des Hotels ihn anlocken wollten. Ist der Manager auch ein Geist? Hat er die Ermordung der Familie arrangiert? Diese Unklarheit ist genau der Grund, warum die Testzuschauer nicht auf die Szene reagierten. That is quite a story. Yeah, it is. Oh, it's still hard for me to believe it actually happened here. But it did. Nummer 15. Ferris ist ein Dieb. Wenn das Publikum Ferris nicht für einen sympathischen Kerl hält, funktioniert der Film nicht wirklich. They all adore him. They think he's a righteous dude.
Wahrscheinlich hat Regisseur John Hughes deshalb darauf verzichtet, die Szene zu drehen, in der Ferris die Sparbriefe seines Vaters stiehlt, um seinen freien Tag zu finanzieren. Am Anfang des Films ruft Mr. Buller an, um nach seinem Sohn zu sehen, von dem er glaubt, dass er krank ist. Im Originaldrehbuch wurde diese Szene erweitert, um zu zeigen, wie Ferris seinen Vater heimlich dazu bringt, ihm zu sagen, wo seine Sparbriefe versteckt sind. Nachdem er aufgelegt hat, durchbricht Ferris die vierte Wand und macht eine abfällige Bemerkung darüber, wie einfach es war. Incredible. One of the worst performances of my career and they never doubted it for a second. Wir wissen, dass Ferris nicht gerne lügt, aber seine eigene Familie zu bestehlen, hätte ihn zu einem echten Schurken gemacht. Nummer 14. Loki hat den Thron nicht gestohlen. You can bring your urgent matter to me. Your king. Diese Szene hätte Loki in ein ganz anderes Licht gerückt. Kurz nachdem Odin seinem jüngeren Sohn offenbart hat, dass er eigentlich adoptiert ist, fällt der Allvater in den Odinsschlaf. Die asgardische Version eines Komas. Ein paar Minuten später schneidet der Film hart auf Loki, der auf dem Thron sitzt, und lässt die Zuschauer glauben, dass er die Gelegenheit ergriffen hat, die Macht zu übernehmen. In einer früheren, gelöschten Szene sehen wir jedoch, wie Frigga Loki Odins Zepter überreicht und ihm sagt, dass er seinen Vater als König stolz machen soll. Thor is banished. The line of succession falls to you. Until Odin awakens, Asgard. Lokis Gesichtsausdruck macht deutlich, dass er schockiert, vielleicht sogar gerührt ist von dieser Wendung der Ereignisse. Die Szene machte seinen späteren Verrat noch ruchloser. Nummer 13. Peters Vater. Einer der wichtigsten Aspekte von Peter Parkers Charakter und Hintergrundgeschichte ist, dass seine Eltern tot sind. Was wäre also, wenn wir herausfinden würden, dass sein Vater tatsächlich noch am Leben ist? In einer gelöschten Szene gegen Ende des Films trauert Peter um Gwen Stacy, als sein vermeintlich toter Vater aus dem Nichts auftaucht. What? What? Say it! Say what you wanna say! What do you wanna say? Where you been? You're dead! Er erzählt Peter, dass er seinen Tod nur vorgetäuscht hat, um Peter zu schützen, und die beiden unterhalten sich auf einer Parkbank von Herz zu Herz. Da die Fortsetzungen zu diesem Film gestrichen wurden, haben wir nie erfahren, wohin diese überraschende Entwicklung geführt hätte. Aber wenn man bedenkt, dass die Kritiker den Film bereits als unfokussiert und mit zu vielen Charakteren kritisiert haben, ist es wahrscheinlich das Beste, dass diese Szene aus dem Film gestrichen wurde. It was never my destiny to save anything. It's your son. And with great power comes great responsibility. Nummer 12. Zurücksetzen der CPU. Nachdem sie den T-1000 nur knapp entkommen sind, ziehen sich John, Sarah und der T-800 in ein verlassenes Gebäude zurück. Die Kinofassung dieser Szene ist ziemlich kurz. Sarah gräbt Kugeln aus Arnies Rücken, während er und John sich unterhalten. Im längeren Director's Cut erklärt der T-800, dass er mehr lernen und menschlicher werden kann, wenn sie einen Chip in seinem Gehirn zurücksetzen. Can you learn stuff that you haven't been programmed with? So you can be, you know, more human? Sie stimmen zu, was auch erklärt, warum der Terminator später anfängt, John Slang zu benutzen und Witze zu reißen. Während der Androide ausgeschaltet ist, will Sarah den Chip zerstören und ihn töten, aber John redet ihr das aus. What it's like to try to kill one of these things. And if something goes wrong, this could be our last chance. So look, Mom, if I'm ever supposed to be this great military leader, maybe you should start listening to my leadership ideas once in a while. Es ist ein wichtiger Moment, sowohl für John als auch für den T-800, den die Zuschauer im Kino nie zu sehen bekamen. Nummer 11. Worst-Case-Szenario. Alright, look. I just take it from the top. Walk me through it again. Horrorfilme haben in der Regel ein düsteres Ende, aber dieser Film hätte es in sich gehabt. In der Kinofassung entkommt Chris nur knapp dem Armitage-Haus und sein Freund Rod taucht auf, um den Tag zu retten. In der Originalversion taucht nicht Rod auf, sondern die Polizei. Und Chris wandert für den Mord an der Familie Armitage ins Gefängnis. Regisseur Jordan Peele wollte mit dem Ende einen Kommentar zum Rassismus im Strafrechtssystem abgeben. Während der Dreharbeiten stellte er jedoch fest, dass sich die Diskussionen über Ethnie in Amerika veränderten und immer mehr Menschen sich der systemischen Ungerechtigkeit bewusst wurden. Das überzeugte ihn davon, dass der Film eigentlich ein Happy End braucht. I mean, I told you not to go in that house. Nummer 10. Aragorn vs. Sauron.
And we also felt that Aragorn has come this distance with his journey and that Sauron is his enemy, and that we had to somehow have this personal duel between Aragorn and Sauron, and that's not in the book. Als Peter Jackson und Co. den Film ursprünglich zusammenstellten, hatten sie die Idee eines finalen Showdowns, bei dem Aragorn gegen Sauron selbst antritt. Die Theorie war, dass Aragorn seine eigene Reise hatte und die Begegnung mit Sauron seine letzte Hürde war. And this blinding bright light shines on us, which blinds, you know, everyone except Aragorn at a certain moment sees something and walks toward it. Am Ende wurde beschlossen, dass ein solcher Kampf den Schwerpunkt von Frodo und Sam wegnehmen würde, um deren Geschichte es eigentlich ging. Du konntest das Filmmaterial trotzdem sehen, denn das Produktionsteam benutzte CGI, um einen Troll zu erschaffen, gegen den Aragorn anstelle des dunklen Lords kämpft. It was not what Tolkien imagined, and we realized that was actually totally demeaning to what Aragorn was doing. Nummer 9. Der Gejagte wird zum Jäger. Der Film Hostel kam auf dem Höhepunkt des Gore-Porn-Wahns heraus und erzählte die Geschichte von Touristen, die entführt und zu Tode gefoltert werden, weil sie Teil eines Jagdclubs für die Superelite der Welt sind. Diejenigen, die die Kinofassung des Films gesehen haben, wissen, dass der Film damit endet, dass Paxton einen der Folterer ermordet. Im unveröffentlichten Director's Cut tötet Paxton jedoch nicht den Geschäftsmann, sondern entführt dessen Tochter. Es ist eine viel düsterere Geschichte, denn anstatt den Geschäftsmann einfach nur zu töten, macht Paxtons Rachsucht ihn zu einem Monster. Nummer 8. Tosh Station. You gotta take it a little easy, Luke. You may be the hottest bush pilot this side of Mos Eisley, but those little skyhoppers are dangerous. Star Wars wurde im Schneiderraum gerettet. Das ursprüngliche Drehbuch und der ursprüngliche Schnitt des Films enthielten einige zusätzliche Szenen, die irgendwie ins Leere liefen. Ein Beispiel dafür ist die Szene, in der sich Luke mit Biggs in der berüchtigten Tosh Station trifft. Die Szene war nicht nur langatmig, sondern auch völlig überflüssig, da sie nur klobige Erklärungen lieferte und ein paar Details zur Weltraumpolitik enthielt, die wir vorher nicht kannten. No, that's not gonna happen here. You said yourself, the Empire won't even mess with this old rock. Things can change. Auch in Die Rückkehr der Jedi erklärte Yoda in einem Teil seines Monologs, dass er Obi-Wan angewiesen hatte, Luke nicht die Wahrheit über seinen Vater zu sagen, was den grünen Jedi-Meister in einem anderen, manipulativeren Licht erscheinen ließ. Obi-Wan would have told you long. Go ahead, I let him. Nummer 7. Schlechtes Ende. You're closed. Clerks erzählt die Geschichte von Dante und Randall und ihrem Leben in einem Tante-Emma-Laden, aber auch von ihrem Privatleben und ihren Beziehungen. Als Kevin Smith den Film zum ersten Mal drehte, wusste er nicht, wie er ihn enden lassen sollte und entschied sich ursprünglich für die niederschmetternde Wendung, dass Dante von einem Räuber erschossen wird. Oh, I'm sorry, we're closed. Als die meisten Leute, darunter auch der Schauspieler, der Dante spielt, das Ende ablehnten, nahm Smith den Rat eines Freundes an, den Film einfach mit der Schließung des Ladens zu beenden. You're closed. Nummer 6. Ein passendes Ende. Let me tell you, man. I quit this job. Deep Blue Sea erzählt die uralte Geschichte von Haien, die hyperintelligent werden, nachdem Dr. Susan McAllister an ihnen gehirnverändernde Medikamente getestet hat, um ein Heilmittel für Alzheimer zu finden. Du weißt schon, die alte Leier. Den Testzuschauern wurde das ursprüngliche Ende gezeigt, in dem Susan den Tag rettet, indem sie den Hai tötet. Aber sie waren sich einig, dass sie dieses Ende hassen und verachten, dass die Frau, die für die Erschaffung der tödlichen Haie verantwortlich ist, ungeschoren davonkommt. Die Filmemacher nahmen sich die Kritik zu Herzen und entschieden sich, Susan in der Kinofassung zu töten. Let me ask you something. Are you sure it was just three sharks? Yeah. Nummer 5. All Out War. This isn't the end. World War Z endete überraschend intim. Brad Pitt's Gary kam mit seiner Familie wieder zusammen, während ein Impfstoff entwickelt wurde, der im Krieg gegen die Zombies helfen soll. Das ursprüngliche Ende sah jedoch ganz anders aus und beinhaltete eine große Schlacht auf dem Roten Platz. Eine enorme Menge an Filmmaterial wurde gestrichen und der Prozess kostete das Studio Millionen, aber Ersatzautor Gru Goddard erklärte, dass dies in dem Bestreben geschah, den Film besser zu machen.
Das ursprüngliche Ende sah vor, dass Pitts Figur Gary die Schlacht überlebte, aber feststellen musste, dass seine Frau sich prostituiert hatte, um die Familie zu ernähren. Also ein ziemlicher Reinfall. Be prepared for anything. Nummer 4. Eine Legende werden. Open the door, please. Das Buch, auf dem I Am Legend basiert, erzählt die Geschichte eines Mannes, der sich tagsüber hinausschleicht, um Vampire zu jagen, bis er erkennt, dass er für die Vampire, die er stalkt und tötet, das Monster ist. Im Originalende der Verfilmung von 2007 erkennt Robert Neville, gespielt von Will Smith, dass er nur deshalb angegriffen wird, weil die Kreaturen das weibliche Wesen, das er zu Testzwecken entführt hat, zurückhaben wollen. Und stellt bei der Rückgabe fest, dass er das wahre Monster ist. Aber irgendjemand fand das zu intellektuell, also wird in der Kinoversion einfach alles in die Luft gejagt. Nummer 3. Frame Job. Excuse me, you said homicide? That's right. Fatal Attraction ist ein Thriller über einen Mann, der seine Frau betrügt, woraufhin seine Geliebte Alex, gespielt von Glenn Close, zu einer obsessiven und gewalttätigen Stalkerin wird. Das ursprüngliche Ende sah vor, dass Alex Selbstmord begeht und Michael Douglas Dan Gallagher einen Mord anhängt, was sie eher zu einer tragischen Figur als zu einem totalen Bösewicht macht. If you don't come through for me, I don't know what I'll do. But it's gonna be something terrible. Viele, die die ursprüngliche Fassung des Films sahen, empfanden das Ende als antiklimatisch, also wurde beschlossen, dass der gewalttätige und kulminierende Showdown ein passender Abschluss für eine so spannende Geschichte sein würde. Sorry, your husband's under arrest. Nummer 2. Und die Pflanzen übernehmen die Macht. Fans des Bühnenmusicals haben wahrscheinlich bemerkt, dass das Ende des Films nicht mit dem Original übereinstimmt, aber der Originalschnitt schon. Im Kinofilm wird die fleischfressende Pflanze Audrey II. Vernichtet und Seymour und seine große Liebe Audrey leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage in der Vorstadt. Die ursprüngliche Fassung des Films stammte jedoch direkt aus der Serie, in der Audrey II. Beide Hauptfiguren fraß, bevor sie sich auf der ganzen Welt ausbreitete und immer größer wurde, bis sie mächtig genug war, um den Planeten zu erobern. Dem Testpublikum gefiel das jedoch nicht, also wurde stattdessen das sicherere Ende gedreht und präsentiert. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keinen unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Ein wahres Finale. Die ursprüngliche Fassung von First Blood war über 3 Stunden lang und laut Sylvester Stallone völliger Müll. Nachdem der Film auf 93 Minuten gekürzt worden war, wurde eine Szene aus dem Buch nicht übernommen, in der Rambo Selbstmord begeht, anstatt sich festnehmen zu lassen. Das hätte nicht nur das Ende des Films stark verändert, sondern auch einen großen Einfluss auf die Fortsetzung gehabt. Man kann also kein Rambo-Franchise machen, wenn Rambo tot ist. Welche gelöschte Szene hättest du gerne im Film behalten? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen. Well, take it easy, buddy. You'll always be the best friend I've ever had. So long, Luke. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von WatchMojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.